und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Ich bin Christopher und heute zeige ich euch den Unterschied zwischen einer handelsüblichen Motorsäge und einer Carving-Säge. Achtung! Hier haben wir eine Stihl MS 181 mit einem stinknormalen 30er Schwert und einer 3/8-Teilung. So, wunderbar geeignet, um Holz auf Länge zu sägen. Und hier haben wir eine MS 170 umgebaut zur Carving-Säge. Der Unterschied ist deutlich zu erkennen. Dünne Spitze für die Feinheiten und die hängende Kette. Dazu später mehr. Und was kann man mit dieser Säge machen? Ach, ich muss wieder rausklappen hier. Man kann wunderbar Holz auf Länge sägen oder man zaubert sowas. So, wo waren wir? Ach ja. Warum hängt die Kette durch? Ganz einfach erklärt. Wir haben hier vorne keinen Umlenkstern wie bei einer normalen Schiene. Wenn wir die zu stramm spannen würden, würde die Spitze einfach verbrennen und du könntest die Schiene in die Tonne kloppen. So. Wenn ihr sehen wollt, wie ich so eine Säge umbaue, dann abonniert doch meinen Kanal. Jo, das sagt man noch so. Aktiviert die Glocke und hinterlasst doch ein Like. Und wenn euch irgendwas nicht passt, kommentiert das oder lasst es einfach. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Tschüss! Jo, und falls ihr Bock habt, folgt mir doch auf Facebook oder Instagram.